Was sehr hilfreich wäre, wäre, die Phrase abzuschließen. Genau. Ja, richtig. Ja, genau. Das war ein Ding. Richtig. Ja, ja, lass uns mal probieren. Gut. Ich war da ja 14 Jahre alt, also ich spiele das Spiel schon sehr lange. Also ich war total begeistert, weiß ich noch. Mich hat dieser silbrige, unglaublich eigene Ton so fasziniert. Ich war so gespannt, wie klingt das Cello denn an mir? Ich habe zum Beispiel auf dem Instrument gelernt, wie man alle wunderschönen Farben und Obertöne herauskriegt. Klangfarben zu kreieren, von denen man vorher überhaupt nicht wusste, dass sie existieren. Dass das gelungen ist, das so zusammenzubringen. Die Leute, die Instrumente haben und die jungen Leute, die dringend was brauchen und sich das natürlich selbst nicht kaufen können. Also theoretisch sind wir Sounddesigner und immer auf der Suche nach dem perfekten Sound für das perfekte Stück. Und so ein Instrument ist natürlich eine riesige Spielwiese. Alle 12 da. Darf ich mal kurz durch? Ja, ganz viel aufpassen. Das ist ja. Natürlich ist man erstmal aufgeregt, man ist ganz gespannt, wie es wohl klingen wird. Hat jeder eine Mappe und Noten? Benedikt, komm doch mal nach vorne. Du kannst schon mal in der Reihenfolge. Genau. Das mit diesem Konzert, das ist ja eigentlich, wie würde ich sagen, der wilde Wahnsinn, dass wir das jetzt mal so versuchen, diesen großen Saal da für nur genau einen Abend mit einem Programm, das wir auch nie wieder so wiederholen werden. Das war schon wie Weihnachten. Also ich habe halt Töne gespielt und es war so, wow. Dann merkt man, kann es mit diesem Instrument realisieren. Das ist was unglaublich Schönes. Und dann ist es so, wenn ich eben diese 12 Cellisten da sitzen sehe, dann denke ich, guck mal, ist doch irgendwie doll, wenn die dazu 12 sind. Das ist wie ein großer Luxus auch, dass man diese Begegnungen hat. Mhm.